Schick aus. So, erste Runde, das Erbe des Ruhens. Okay, da bin ich mal gespannt. Wow, die Grafik sieht ja schon mal sehr geil aus. Du trödelst, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Oh. Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. Alter, die Animation der Blätter. Dann mal los. Wow. Hammergrafik, Hammergrafik. Die Details, die ganzen Blätter und... Alter Schwede. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Wow. Sieh mal. Die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Hallo. Genau. Und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Ja, jetzt kommt gute Laune auf. Ich dachte erst, da gibt's eine Familienkrise. Also dann. Aber. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, sieht das geil aus. Die heiligen Äpfel des heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Retterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut. Komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Da bin ich ja mal gespannt. Dann mal los. Die armen schönen Äpfel. Eins, ja, Nummer 1. 2, 3, 4, 5. Weiter so, Amicia. 6, 7, 8, 9 und 10. Nicht schlecht. Aber war nur 3. Er macht einen Heidenlärm. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hat den fast vergessen. Guckt euch mal die Landschaft an, die Grafik. Was hat er denn? Oh. Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor. Ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Leon! Warte auf mich! Wow, ist das eine Atmosphäre. Die Musik dazu, die Landschaft. Leon! 1348. Du darfst einem Jäger nicht davonlaufen. Ich bin beeindruckt, echt? Leon. Also. Hätte ich nicht erwartet. Ah, da bist du ja. Was hast du gewittert?
Lieber Himmel, ein Wildschwein. Oh, Wildschwein. Braver Hund. Lecker, lecker, lecker. Hat er was gefunden? Psst. Sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Es trinkt. Das ist meine Chance. Oh nein, es hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Gar nicht so einfach, glaube ich. Ich kenne ja den Abstand nicht genau. Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Runter. Guter Schuss. Ah. Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha. Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein. Schnell, Leon. Nicht die Spur verlieren. Oh, ist abgehauen. Mann, Mann, Mann. Heute Abend speisen wir wie Könige. Das verspreche ich. Genau, wir holen uns jetzt das Schweinchen. Natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon. Ich komme, Leon. Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Oh, der Wald wird schon wieder so düster, dass... Meine Füße werden einsinken. Spricht nicht für Gutes. Oh, ganz schön matschig hier. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Ja, dann gibt's heute Abend Wildschweinbraten. Oh, schon wieder so ein Schmodder. Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Na, dann wollen wir mal unter durch. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Das... Oh! Ist das Wildschwein? Heftig. Aber Leon war das bestimmt nicht. Alter, was ist denn damit passiert? Das Leon, ist ja zerfetzt, gegrillt. Leon. Gefressen, angebissen. Oh, übel. Ich hoffe, der Hund lebt noch. Leon, ich bin hier. Ich komme. Oh, oh. Was ist mit ihm denn passiert? Leon. Wer war das? Scheiße. Ah! Ah, mein Gott, dass der Vater noch da war. Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Sofort! Heftig, heftig, heftig. Aber ich sag euch, die Atmosphäre. Boah, Grafik geil. Atmosphäre geil. Wenn das weiter so geht, boah, dann bin ich auch mega begeistert. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Hugo ist, glaube ich, der kleine Bruder von ihr. Er war ein guter Hund. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Ach, später, die rupft ein Hühnchen. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ich werde es ihnen sagen. Sebastiani, beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Wow, sieht auch geil aus hier in der Kirche. Und guck mal, ich finde die Farbkontraste so geil. Hier ist alles so grau, düster, kahl. Und draußen, oh, guckt euch mal die Farben an. Mega geil. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das sieht ja auch geil aus. Wird sich nicht das Grüne und Rot hier. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert.
Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Hammer, Hammer, Hammer. Gabrielle, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Ja, was das für eine Arbeit sein muss, so eine Grafik herzustellen. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Ich geh mal, wir gehen mal hier lang. Boah, das haben sie echt geil gemacht. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch sogar die Tasse durchsichtig. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Hm. Oder besser schwarz, obwohl sie eigentlich grün ist. So, dann gehen wir da mal rein. Ist die Mutter eigentlich krank oder warum ist das so geheimnisvoll? Ne, scheint nicht so zu sein. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber... Etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch. Oh. Was ist denn da los? Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden. Und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Die kennt ihren eigenen Bruder nicht und der ist nicht ansteckend? Was denn das? Heftig. Und da draußen geht's auch gerade richtig ab. All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Die Mutter ist aber auch irgendwie übernatürlich, ne? Hier. 4 Jahre? 5? Mama, bist du da? Verschlossen. Okay. Wo ist er? Hugo? Ah, da ist er ja. Sieht doch ganz normal aus. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Ist ja Wahnsinn. Sie muss sich ihren Bruder noch vorstellen. Oh, was geht denn da ab? Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Ja, eine geile Maske auf. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Oh, was wollen wir mit dem Ei? Au. Oh. Durchsucht das Haus. Was wollen die denn mit dem Jungen? Jetzt stecke ich in der Klemme, würde ich sagen. Ist das Mama? Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ach du Scheiße. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie ihn versteckt? Los, jetzt. Wo ist Mama? Alter Scheiße, ey. Wo willst du dich da verstecken? Klingt ja wohl wahnsinnig. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Und der Kleine, hä? Lass ihn in Ruhe. Halt die Klappe. Oh nein, ey. Hört auf. Oh. Das wird dich lehren. Nein. Alter, was haben die denn für Probleme gerade? Hey du, bleib. Komm schon. Sag es nicht noch einmal. Okay, dann können wir da hinten. Können wir da hinterher gehen, aber. Ob das hier der richtige Weg ist, ich glaube, wir gehen mal hier lang, ne? Ich habe keine Ahnung, also eine Map gibt's hier irgendwie nicht und... Amicia, was ist hier los? Mutter,
Ich muss versuche hier irgendwie durchzukommen. Sie wird es wissen. Heilige Scheiße. Oh mein Gott, Luis. Macht es dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Alter, was sind das für Schweine? Alter, eigentlich haben wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Nein. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu. Das ist deine letzte Chance. Gottes Willen, ich hoffe, wir kommen hier raus, Mann. Das haben sie ja spannend gemacht, ey. Musik geil, Atmosphäre geil. Und ich sterbe hier 1000 Tode, weil ich nicht weiß, ob ich hier richtig bin. Mann. Ja, es scheint richtig zu sein. Nein, scheiße. War doch nicht richtig, oder? Was haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Oh, Alter. Oh, Kinder. Vorhin habe ich die Mutter noch verflucht. Jetzt bin ich froh, dass sie da ist. Heftig. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Das ist echt übel, ne? Wenn man überlegt, sie hat erst ihren Vater verloren. Erst ihren Hund verloren im Wald. Nimm die Hand dann kurze Schwester. Zeit ich ihren Vater. Ihr folgt mir einfach. Verstanden? Und jetzt muss sie da irgendwie abhauen. Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja. Oh, diese Schleicherei, ey. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet, Mama! Übel. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der kleine wird dann ganz. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen! Der wird dann ganz mulmig. Versteckt euch! Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle! Ach wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Ja, das ist ja nicht normal, dass wir hier alle massakrieren. Das für Assis. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Ja. Der ist kein Freund der Inquisition. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Okay. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Ja, das hat ja mal geklappt. Oh, ich hab Schiss, dass wir zu langsam sind. Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Gehen wir. Ich sehe nach. Sei vorsichtig. Nichts zu berichten. Man weiß ja nie. Okay, das klappt ja bis jetzt noch ganz gut, aber ich kann euch ja sagen, ich sterbe hier gerade 1000 Tode, weil ich echt denke, wir kommen nicht weiter. Mutter, wie schaffe ich das? Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Das Geräusch, das sehe ich mir besser an. Los jetzt. Übel, ey. Oh nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Tür auf ist. Von der anderen Seite verschlossen. Natürlich nicht. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer.
Ah, hier. Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Hugo kann sich durch enge Zwänge drücken, Kuh, um ihn zu bitten. Nur Mut. Okay. Na, ob das so gut geht. Ja, alles sehr aufregend hier. Da ist jemand. In meiner Hand. Los. Oh, oh, oh. Gnade! Gnade! Scheiße. Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Oh, ich hoffe, die Mutter kann uns echt hier befreien. Kommt mit. Übel, 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 übel. Folgt mir. Ah. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au. Ah, oh, schade. Entschuldigung, Entschuldigung. Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen, mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein. Also ich bleib hier trotzdem erstmal geduckt, auch wenn ich mich gerade nicht bewegen kann, aber. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo. Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Kleine tut einem ja leid, ey. Das ist ja richtig krank. Du kannst herkommen. Ja. Okay. Hopp, so geht das. Danke. Okay. Gut, dann weiter. Mann, Mann, Mann. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Okay. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Ich hab den Kleinen jetzt losgelassen. Und jetzt... Oh, das ist ja übel. Glaube ich ein bisschen. Aufhören. Das werdet ihr noch bitter bereuen. Alles in Ordnung. Ich bin hier. Du bist verschwunden. Oh nein. Scheiße. Okay, wir versuchen es nochmal, aber ich sag euch, das ist nicht so einfach. Ist das zu gefährlich? Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte alles klar. Und sie ablenken. So, ich mache jetzt folgendes. Ich schnapp mir einen Topf und dann gehe ich erstmal schnell in den Busch. Okay, und jetzt muss ich mal gucken. Gut zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Was war denn das? Ich muss Ihnen Bescheid geben. Los, komm, 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 komm. Oh, ich hoffe, jetzt hier rechts um die Ecke und dann ist gut. Hier lang. Oh, Gottes Willen, ey. Ich sterbe hier 1000 Herzinfarkte. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja,
Aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Oh, ich hoffe, er sieht uns nicht. Los, Mann, verpiss dich da. Geh schon. Sicher. Mann, los. Na los. Hau endlich ab. Jetzt. Oh, alter Schwede. Mann, das ist eine Atmosphäre, sag ich euch. Und dann regnet's noch. Oh, ihr lebt. Hier entlang. Ah. Folgt mir. Wow, ich glaube, wir haben es erstmal da geschafft, oder? Ey. Atmosphäre so geil. Grafik so geil. Unglaublich. Los, versteck dich. Schnell. Wahnsinn. Oh nein. Madame, Sie kommen. Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er heißt mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Schnell jetzt, folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Übel. Heftig, ey. Am Anfang fand ich die Mutter so eiskalt und mittlerweile doch ganz herzlich. Tötet die Schwester, den Jungen brauchen wir lebend. Was ist los? Wo ist Mama? Kommt sie! Sie kommt später nach. Lauf, so schnell du kannst. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo wir hinlaufen sollen. Oh Gott, ich komme am besten geradeaus. Los, Mensch, lauf, los, komm! Wir fliegen hier die Speere um die Ohren. Amicia, wir müssen zurück und Mama suchen. Das geht nicht. Oh Gott, der arme Kleine, der tut mir richtig leid. Oh Gott, scheiße, ey. Oh, ich hoffe, die lassen uns bald zufrieden hier. Ich hoffe, die springen jetzt im Fluss. Tiefluft holen. Spring! Ah, super. Oh. Heftig, sage ich euch. Mann. Bekommt meine Herzinfarkt. Oh. Unglaublich geil. Die Atmosphäre. Oh, das muss man ja mal sacken lassen.